Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. So, ich habe zwei neue Projekte. Das eine ist, ich will den Rhino öfter benutzen. Das andere ist, ich möchte die Vespe neuer öfter benutzen. Zwei Einheiten, die ich für meinen Geschmack zu selten anwende. Die Idee dahinter ist einfach ganz simpel. Wenn es Einheiten gibt oder auch Fähigkeiten allein nur gibt, die ihr selten anwendet, und jede Einheit, jede Fähigkeit nach eurer Theorie, nach meiner zumindest, hat irgendwo eine Anwendung, heißt es, dass es da ein kleines Fensterchen gibt, wofür man die optimal benutzen kann, weil ich das noch nicht nutze. Das ist die Theorie hinter der ganzen Geschichte. So, von daher gucken wir da heute mal rein. Ich habe jetzt gerade über den Fähigkeiten geguckt, ob ich noch irgendwas anderes dazu ausgeben möchte. Also ich weiß, dass die Wespe relativ schnell aufleveln kann. Ich finde persönlich einen Jump Drive sehr, sehr stark. Ich weiß aber auch, dass es ein Bomber-Setup gibt. Da bin ich noch nicht von überzeugt, ob der sinnvoll funktioniert. Jetzt ja die Frage ist, ob wir die wirklich nochmal explosive machen wollen, weil die ja eigentlich, wenn kleine Targets kaputt macht hauptsächlich, ob das vielleicht eine Alternative wäre. Das habe ich eigentlich nur drin gegen den Phoenix-Spam. Auf der anderen Seite kommt der im Late-Game und der Fabian, der gestern eigentlich zu Recht darauf hingewiesen, dass vielleicht da dann doch Mustangs da sind. Man braucht sehr wenige Mustangs, um alle runterzuholen von denen. Also von daher überlege ich, ob ich denen die Chance geben soll, Kleinvieh kaputt zu machen. War damals aber sehr unzufrieden damit. So, kurz zusammengefasst, das Problem mit Kleinvieh ist, dass das so schnell läuft, wie die Wespe fliegt. Und von daher macht die sehr wenig Schaden an denen. Aber wenn ihr das hier habt, fliegt der ja schneller. Ja? So, lange Rede, kurzer Sinn, das machen wir jetzt. Also nicht in jeder Runde nicht erzwungen, aber generell versuche ich, die beiden, wenn es geht, einzubauen. Das wird also wieder wahrscheinlich schmerzhaft. Es gibt halt einfach Einheiten, die nicht, bei mir nicht so gut klappen. Das sind vor allem auch Arclight und Sledgehammer zusammen. Ne? Also die beiden, also nicht gleichzeitig, sondern die beiden Einheiten-Typen, weil die für defensive Ansätze gut geeignet sind und ich halt super, super selten defensiv spielen möchte. Und von daher entsprechend wenig Erfahrung in dieser Doktrin habe, könnte man fast sagen. Und von daher muss ich mit diesen Sachen auch arbeiten. Aber den Arclight habe ich schon was länger auf der Liste, wenn ich ihn benutzen möchte. So, defensiv spielen. Also ich bin jetzt ein Camper. Wie spiele ich? Wie campt man jetzt professionell? Keine Ahnung, mal gucken. Das ist doch langsamer Krempel. Aber das letzte Versuch mit dem Sledgehammer und Marksman, wenn ihr euch erinnert, das hat nicht gut funktioniert. Natürlich muss man mehr ein größeres Sample haben. Also der Trick bei den Panzern ist, dass ihr denen irgendwie, wie bei allen Einheiten, aber manche Einheiten, wie der Arclight und der Sledgehammer, ist es auf jeden Fall härter als bei anderen. Die müssen irgendwie aufleveln, ne? Das ist der ganze Trick bei den Freunden. So, dann packen wir direkt auch eine Wespe dazu. Wenn man die so direkt hinstellt, dann weiß jeder, was man machen möchte, dass sie wegportet gleich, ne? Da bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit. Lass die erstmal auf der rechten Seite fliegen und guck mal, was die anrichtet. Und dann kann die immer noch links porten. Ja, Gegner hat den klassisch defensiven Ansatz gewählt. Ne? Die Modelltanken, die sorgen dafür, dass keine Artillerie ranläuft und helfen, Modelltanks zu töten und die sollen den Schaden machen. Hätte ich jetzt meinen aggressiven Ansatz gehabt, wäre ich jetzt drüber gefahren auf einer Seite. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass es andere Lösungen gibt. Nächste Runde wird er Flugabwehr holen. Ich finde übrigens, Sledgehammer sind gar nicht so gut gegen Crawler, weil die einfach zu lange brauchen, um die abzuknallen, sinnvoll, auch wenn sie die besiegen natürlich. Aber genauso wenig finde ich jetzt, dass die Sturmcrawler gut gegen Sledgehammer sind. Die brauchen auch zu lange dafür. Und wenn der Levelunterschied eintritt, dann mache ich fast gar nichts mehr dagegen. So, jetzt geht das Spielchen mit der Wespe los. Die Frage ist natürlich, ob der hier eine Luftabwehr hier oben hinsetzt. Also ich würde sagen, so wie der Moment aufbaut und weil die Wespe auch in den Flanken auftauchen kann, er das weiß, wird der Mustang links und rechts oben hier spielen. In der zweiten Runde zu teuer für beide Seiten. Kann es dann auch sein, dass es vielleicht erstmal kurzfristig mit Fangs macht. Möglich ist das ebenfalls. Ich weiß nicht, ob man wirklich ein Level für die Dinger braucht. So, wir holen jetzt noch einen. Wir geben den Jumper aus. Ich rechne damit, dass die jetzt hier auf der Seite anfangen. Ich werde jetzt den in die Flanke da oben stellen, um den zu ärgern. Vielleicht holt er auch einen Satellit. Und die machen jetzt auf der linken Seite ihren Job. Also er hat ja nicht genug Geld für zwei Mustangs, wenn er keinen Kredit ausgibt.
Das ist die Flugabwehr. Habe ich mich verrechnet? Der hatte doch genug Geld. Hä? Ah, ja, für diese plus 50, okay. Ja, habe ich mich verrechnet. Ist ein teures Verrechnen. Trotzdem, der Mustang selbst, der ist zwar gut gegen die Vespa, aber nicht gut gegen die Sledgehammer. Von dadurch gleich die nächste Runde nochmal Sledgehammer verbessern, weil die alles hier gerade ganz gut bekämpfen, wie ich finde. So, was man jetzt versuchen könnte, wäre. Naja, die knallen den jetzt ab. Oder doch nicht. Flächenschaden auszugeben, weil es gegen Mustangs sehr gut ist. Ich habe das mal getestet, das geht tatsächlich. Ist nicht super geil, aber ich habe da auch schon einen Levelvorteil. Naja. Aber die eine Vespa hat jetzt tatsächlich hier fast beide Seiten abgeknallt. Also beide Squads gleichzeitig abgeknallt. Trotzdem, das mit der oben in der Kante, ne? Das hat mir jetzt natürlich Level Up und alles gegeben. So, ein Vorteil ist halt jetzt, dass ich mich gegen seinen Wespen-potenziellen Spam hier in die Seite setzen kann, wenn er die holt. Und jetzt durch die Defensiv einsetzen, dann machen die meist immer noch gut Sachen. Letzte Runde wieder 21k gemacht, also nicht schlecht, der Specht. So, Panzerchen dabei packen. Bisschen schneller Feuer, ein bisschen schneller ran. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich will eigentlich keinen Fall von frühen Upgrades vergeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Sledgehammer darüber klappen. Und die sind ja meine Hauptarmee gerade. Zumal, wenn die dann auch schneller weg sind und ein Stück schneller fahren, dass ich mehr Raketen ausweiche. Mein Ziel ist, dass die halt früh aufleveln. Und ich glaube, oh, der Flugabwehr vergeben, das war natürlich viel zu früh. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, dass sie aufleveln, ne? Und das können die so am besten für 4 Stück. Hätte ich mehr gekauft, hätten die eher langsamer gelevelt. Meine Wespen sterben wieder rein, weil so ein Level und Gegner aus. Ich sage, mit Wespen habe ich einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Also, es gibt mal ein Spiel, da klappt nicht hervorragend, aber in den meisten Spielen läuft das so wie hier gerade. Dadurch, dass die Mustangs da stehen, decken die quasi die gesamte Map ab und die Wespen haben kein Fenster mehr, wo sie arbeiten können. Ich hatte jetzt eben, die erste Runde war gut und die zweite und dritte haben die Gegner jetzt aufgelevelt. Ich habe jetzt nur Flankegeschütze in der dritten, könnte man sagen. Aber gerade in der dritten ist es auch nicht so wichtig. Also im Moment halte ich hat diese Runde, also dieses Spiel, bisher hat die Wespe, glaube ich, dem Gegner mehr gebracht als mir. Das liegt aber wahrscheinlich auch an dem Ansatz, dass der halt sich defensiv aufgestellt hat, ne? Dann klappen die Wespen schlechter. Das sind so Sachen, die man halt nochmal, ne, feintunen muss. Ja, im Moment ist das so, dass die Sledgehammer zu langsam Schaden machen und die Wespen einfach abgeknallt werden und die jetzt regelmäßig hinten aufleveln. Hat auch Flugabwehr vergeben, das war jetzt auch heftig für ihn, das muss man natürlich ein bisschen dagegen rechnen, aber ohne hätte das auch funktioniert, glaube ich. Hat er sogar eine dritte Mustang geholt, okay. So, jetzt haben wir hier den ersten Level. Ich meine, die machen ihren Job. Gerade der hier ist ganz gut dabei, der auch, die mittleren. So, dann holen wir jetzt noch eine Reihe davon. Dann müssen wir es aber auch einstellen, glaube ich. Gucken, ob ich die Artillerie ablenken kann. Aber wenn die jetzt hier, ich lasse mich mal hier, wenn die da gleich spawnen. Wie sehr kann ich den im Beacon bearbeiten? Krieg leider nicht beide damit, ne? Ja, die Sledgehammer, ne? Die müssen die ganzen Modelltanks im Einzelpack abknallen. Das ist einfach super für die Freunde. Meine Wespen werden wieder alle reihenweise abgeknallt. Ich gucke gleich mal, ob ich die alle auf die rechte Seite setze.
Aber ich kann förmlich spüren, wie hätte ich mein normales Standard-Aggressiv gespielt, wie ich über den ganzen Ansatz rübergelaufen wäre bei ihm. Zumindest sehe ich halt all diese Cracks in der Mauer seiner Verteidigung, wo ich hätte einschlagen können. Und jetzt hier für dieses, ich setze mich ein bisschen Linie auf und gleichmäßiger Angriff. Da fehlen mir, glaube ich, noch eine Menge Antworten. Oh, es wird ja richtig tanky rechts. Er gibt ihm mit Sicherheit das Item. Ja, dann mache ich da auch mit. Die Frage, ob ich ihn sogar auf Level 2 holen will. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben. Das Item muss reichen. Müssen den eigentlich mit Range ausgeben. Mal gucken, ob das geht. Ja, ich habe jede Runde Level 2, den der Gegner abknallt. Das ist natürlich katastrophal. Gucken, dass sie erst denen dann den abknallen. Nice, er hat sich keine Modelltanks geholt. Hat das Item abgegeben, 150.000 Leben, hat nur 110.000. Und die Wespen, die gehen wieder reihenweise im Boden runter. Und die stehen ja schon im Bildschirm ran, ich kann die nicht noch weiter verstecken. Ne? Ich kann die jetzt mit dem Beacon einfach kreuz und quer fahren lassen, gucken, ob das besser klappt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ne, die Sledgehammer sind eher so suboptimal und die Wespen sind ein Eigentor. Und das ist der Grund, warum ich eine Runde nach der anderen auf die Fresse kriege. Ich guck mal, dass ich die gleich mit dem Beacon steuere. Dass die zumindest ganz spät in den Kampf kommen. Und da müssen wir gucken, wie wir die töten. Eigentlich sollten die Mustang das machen, aber sie kommen ja wohl nicht rechtzeitig ran. Die Sledgehammer sollten das machen. In dem im Heal hätte fast dann gewonnen. Da muss man gleich mal gucken. Gut gegen das. Gucken, ob er das schilden möchte da oben. Die fahren ja eh hier vorne durch, ne? Von daher kann ich die, glaube ich, ohne Probleme so machen. Dann kriege ich mehr von denen. Gelevelt, ne? Aber es lohnt ja nicht. So, ja, das mit den Tierchen da. Also wie gesagt, ich bin die Schnauze voll davon. Diese Runde sogar. Es kostet jetzt auch wieder Micro, was ich normal nicht habe, ne? Okay. Upgrade. Heal. Zweiter. Hinter die Panzer, das können wir, glaube ich, gerne machen. Denkiness erhöhen, Schaden erhöhen. Der investiert so hart in seine Mustangs gegen eben Sledgehammer und hat noch die Flugabwehr, wie ich für immer noch finde, umsonst geholt. Und trotzdem ist es so schwer für mich, da durchzukommen. Also es zeigt deutlich als alles andere, dass das nicht klappt, was ich im Moment mache. Ich habe das leider geschildert, ne? Jetzt mit Flächenschaden hätten wir die vielleicht platt gefahren. Das könnte ich nächste Runde mal versuchen, dass ich den Beacon Cursor setze und den Flächenschaden gebe. Ja, der Heal ist ganz okay. Na, ja, muss er überlegen, ob ich den Multishot da mal nehmen will. Crawler Spawn wäre natürlich jetzt auch episch gewesen in dem Setup, aber habe ich nicht drin als Fähigkeit. Ja, also möchte ich wirklich einen Flächenschaden gegen die Mustangs jetzt hier machen. Vielleicht hätten es hier vorne gerade geschafft. Das ist halt wieder ein hohes Investment, was das zweite Upgrade ist. Letzte Runde wahrscheinlich. Hm,
Ja, ich glaube, dass die Key Range wichtig ist. Das ist schon eine Key-Einheit. Also eigentlich sollten die Sledgehammer dagegen gut sein. Und die haben ja eigentlich nicht viel, was Schaden macht. Und da mache ich jetzt hier vorne Damage Sharing an. Wird die einfach viel länger überleben. Es ist halt die Konter gegen die Mustangs theoretisch, ne? Auch wenn es hier praktisch überhaupt nicht funktioniert, wie wir gerade sehen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht einfach da reinfliegen kann. Würden die es überleben, wenn ich durchfliege? Das wäre die Frage, ne? Als Flankenschutz will ich jetzt einfach aufstellen, diese Runde. Ich glaube nicht, dass ich da viel anderes mitmachen kann gerade. Da gehen die Laserstrahlen los. Leider hat er den Crawler nicht anvisiert, war zu weit rechts, ne? Aber ich habe einen Heal, von daher halte ich mich jetzt hoch. Heal, Heal. Naja. Ja, die Panzer sind jetzt tanky genug, um den Kampf fast zu gewinnen. Aber klar, da war ein Levelunterschied. Das ist natürlich ärgerlich, wenn er das Ding da stehen hat. War eine komische Wahl, hätte ich fast schon gesagt, aber hat ja funktioniert. Komisch, weil er eben die Fortress schon hatte, ne? Die eigentlich einen Single-Target Schaden machen. Also die Sturmcaller und die Fortress sind ja beides eigentlich eine Konter gewesen, auch zum Sledgehammer und zu den Melting Points. Und da war das ungewöhnlich. Er schießt leider in die falsche Richtung, sonst hätte ich mit dem hier gewonnen. Ja, also mir bleibt noch eins über. Ich muss jetzt noch unendlich viele Spiele machen mit eben den Sledgehammern und den Wespen und mir unendlich oft aufs Maul hauen lassen, bis ich herausfinde, wie die funktionieren. Eins haben wir ja schon herausgefunden, wenn der Gegner sich defensiv aufsetzt, dann, und das habe ich ja vorher gesehen, dann macht es keinen Sinn, die Wespen zu holen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Oft wollen die das nicht nochmal spielen, ne? Wenn das der gleiche Vogel ist, weil wenn er jetzt verlieren würde, die Runde, verliert er Punkte tatsächlich. Viele Leute wissen das inzwischen, weswegen er oft weggeklickt wird. Aber er hat anscheinend keine Angst, hat gesehen, wie scheiße ich spiele und hat sich gesagt, haha, Punktefarben. So, los geht's. Da ist das Sledgehammer. Ja, und damit Elite. Aber ich glaube, die Elite würde das komplett rauskicken, den Test, oder? Da verliere ich auf jeden Fall. Egal, machen wir trotzdem. Ich will das jetzt testen. Vielleicht klappt das ja zusammen. Vielleicht ist das ja auch noch eine Lücke. Packen wir es so hin. Na, ich hätte die eigentlich vertikal stellen sollen. Wegen den Steel Balls. Fünf, sechs. Sieben Schüsse brauche ich. Ja, ist egal, ich schieße eine E-Salven. Bei denen ist das jetzt was anderes hier. Muss immer nachgucken, weil er diese Cost Control hat, ne? Das sind andere Zahlen. Ja, also bei Cost Control, ich brauche nur zwei Schüsse, um die abzuknallen hiermit, ohne ich Upgrades vergebe. Kann der aber vielleicht One-Shotten? Ja, der One-Shotte die brauchen zwei. Normal braucht er drei von den Marksmen, um den zu töten. Er hat halt seine Modelltanks vergessen, der Gegner. Also das Erste, was ich jetzt gerade überlege, ist fast schon Quick Reload auszugeben, weil die genug Feuerkraft für alles haben und die dann einfach sehr schnell töten, die Freunde. Und das eben die Elite ein bisschen ausgleicht, den Nachteil.
Jetzt kommt wahrscheinlich das Kleinvieh dazu, ne? Ja, es kommt auf jeden Fall das Kleinvieh dazu und das müssen die Panzer lösen. Und das Problem ist halt, dass Sledgehammer für 300 das genauso löst wie ein Sledgehammer für 200. Das ist halt, wie es ist, ne? Ja, ich krieg 100 Punkte geschenkt, nice. Schild. Genau. Das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Okay. Ja, wir brauchen kleine Viecher dabei. Die das einfach nur ein bisschen tanken, das Ganze, und nicht unbedingt davonlaufen. Die kann man dann nicht so gut splitten wie die hier. Und da packe ich die jetzt dabei. Die laufen zwar davon, aber ich brauche den Split. Einfach die Masse jetzt mal ein bisschen reinholen. Passt schon zu weit vorne. Ja, der Luftwaffe ausgebaut. Der weiß ja von letzter Runde noch, dass ich Sledgehammer gerne spiele, offensichtlich. Das Ding ist halt jetzt alles, was die Level 2 Crawler machen, hat der Level 1 Crawler auch gemacht. Nur preiswerter. Also Elite ist immer wieder eine frustrierende Erfahrung. Muss man allerdings sagen, dass die hier vielleicht sogar jetzt funktionieren, diese Runde. Weil die Level 1 noch sind, die Arclight mit ihnen, aber nächste Runde nicht mehr. Dann klappen die ein bisschen, aber trotzdem, die Backline hätte das auch erreicht. Also Level 1 hätte fast genauso funktioniert. Jetzt hat er Level 2 Arclight. Ja, aufgrund, dass er jetzt auch die Luftwaffe geholt hat, also er hat ja eigentlich fast nur große Targets, ne? Irgendwann hat er auch das ausgegeben. Glaube ich, dass ich jetzt tatsächlich für die hier langsam mal den Quick Reload ausgeben kann. Zahlen nochmal, 2-2. 4, 5. Tankiness erhöhen. Ach, ist das wieder viel Rechnen. 6000, die One-Shot, also Defense bringt mir gar nichts. Kleinvieh holen. Ja, ich will ja bei den Dingern weitermachen hier. Holen wir da ein bisschen Masse. Na, ich überlege jetzt, ob sich das lohnt. 10% sind wir bei 2,5. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt hat, aber über 6, glaube ich. Also ich glaube, dass ich keinen einzigen mehr one-shotten würde, wenn ich das jetzt ausgebe mit dem hier vorne. Und da spare ich die 100 Punkte. Sicherung. Er hat Angst, dass die Kroller ihm kaputt hacken. Flanke. Irgendwann wäre es gut, wenn einer mal sich dreht. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass der näher war. Ja, und der warf sie dann gleich irgendwo anders hin. Die nächste große Schwäche der Elite-Doktrin. Ihr habt halt so wenig Einheiten auf dem Feld, dass ihr einfach super einfach anzugreifen seid mit Flanken. Hier ist Runde 4, es ist kein Riesendrama, ne? Aber es gibt dem Gegner natürlich einen Level-Schub und tut seinen Level-Vorteil gegenüber ausbauen.
Es ist halt ein bisschen frustrierend, weil also ich sehe halt wieder so unglaublich viel, was gehen würde, wo er seine Aufstellung macht, ne, wo Lücken sind. Und wegen den Fähigkeiten und jetzt der Elite auch, aber wegen den Einheiten und der Elite, funktioniert einfach gar nichts. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich zu wenig Erfahrung mit diesen Einheiten habe. Lernphasen sind auf jeden Fall immer schmerzhaft. So, naja, ich will jetzt keinen Mustang holen, weil die Dinger haben. Das muss nicht sein. Ich kann jetzt, normal gibt es preiswerte Reaktionen, ne? Das war Wespenkarte, ne? Das war noch nicht mal hier Dings, aber ich muss mich trotzdem darum kümmern. Im Moment hat er eigentlich sehr wenig Kleinvieh. Tja, wie löst man das jetzt? Also eigentlich eine größere Tankreihe, ne? Muss die Flanken leider eine Zeit noch ignorieren. Weil da die Steelboards an den Seiten sind. Mehr viel Zeit über. Schwierig, weil die gerade aufleveln. Ich habe jetzt 200 Punkte über, wo ich denke, brauche ich nicht. Die Sonne kommt eben, Schlag vom Kopf wahrscheinlich. Ja, von oben, oder? Schlachtschiff. Obwohl, das könnte backfiren für ihn. Aber die ganzen Marksmen. Zweite Modell-Tank-Reihe. Das könnte funktionieren. Tot. Er hat sich halt damit keinen Gefallen getan. Und der Armor war wahrscheinlich auch übertrieben, weil er musste ja 200 Punkte extra wegen Armor und Range ausgeben. So, machen wir das. Können wir irgendwie kaum vorstellen, dass er das schilden möchte. Lass mal ein bisschen weiter vorne. Ja, wobei, ist eigentlich okay. Hier geht es nur darum, den wegzuhaben, dann schieße ich noch schneller die Seite ab. Leveln alle. Ja, die Panzer verbessern. Kann man sich ja machen. Und ich glaube wirklich, dass die Kleinen hier nämlich ein paar spätere Modelltanks dazu bekomme, ihren Job machen könnten. Das könnte funktionieren. Ja, Modelltank heißt, dass ich denen das gebe. Aber jetzt schon wäre vielleicht ein bisschen früh. Aber ich habe halt Geld über und habe wieder nichts zu tun, ne? Auf jeden Fall Einheiten kaufen. Also jetzt spielt sich natürlich Elite stärker, ne? Je mehr ich das Late-Game komme, war jede Runde 100 und das war Einheiten kaufen. Also jetzt wird das langsam ein bisschen schwieriger, das Spiel. Letzten geholt. Das ist aber okay, ich habe ja die Fangs. Dann gebe ich den gleich eine Reichweite aus. Dann schießen die ganz solide Wespen ab, finde ich. Obwohl der ganzen Markman-Spam, den ich hier habe, mit der doppelten Feuerrate, das eigentlich auch noch gut hinkriegt. Also ich habe einfach einen Fehlkauf gemacht. Und das heißt, dass die nächste Fähigkeit auch wieder teurer wird, genau wie bei seinen Arclights. Zu viele Upgrades ausgegeben, zu früh. Vor allem auf denselben Einheiten dann nachher auch. Trotzdem aufpassen, wenn ich noch irgendwas Dummes mache.
Lightning Storm. Kriegen wir das Kleinvieh abgeknallt? Der hat ja nicht so viel, dann kriege ich nicht so viel raus. Der kann das jetzt bei mir allerdings machen, ne? Kriegt dann ganz viel kaputt gemacht. Mal das Deck hier machen. Gegen den Sturm schützen die Leute. Okay, noch ein Range dazu. So, die Frage ist, wenn er jetzt Adlerie spielt, ne, gibt es dann Schmerzen bei mir? Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Nächste Runde muss ich hart Luftwaffe dann gehen. So, die sind jetzt einfach da, um die Adlerie abzufangen. Und ähnliche Ablenkungen. Outrange die? Nee. 130 Meter haben die. Ja, wegen dem Range. Okay. Hätte ich mir das auch schenken können wahrscheinlich. Ja. Ich habe die Range jetzt nicht im Kopf gehabt, dann hätte ich mir das schenken können. Ja, ja, so ist es das manchmal. Ja, und der Sturm. Die Modelltanks verschwollen alle. Google da rechts scheint jede Runde was zu machen. Hat uns 26 Schaden gemacht. Mal den neben Marksman hinstellen, wenn ich den da kriege. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich wegen dem Panzer die Kämpfe gewinne. Auf der anderen Seite, sie tanken und teilen auch aus. Also ist wahrscheinlich dieses, weil es einfach Allrounder sind, ne, fällt das weniger auf. Aber was er bräuchte, wäre einfach Steel Bolt Spam, mehr Mechanical Division. Das wäre jetzt die Konter von dem, was ich habe. Ja, und jetzt geben wir in die Luft. Hat ja nicht viel da stehen. Hat zweite Upgrade ausgegeben, hat jetzt Tank hier gemacht. Keine Ahnung, wo man das gemacht hat, aber es ist genau, ne? Er stapelt die Upgrades, das macht die halt unglaublich teuer. Besser ist, wenn man die gleichmäßig ausgibt. Turmbombe. Links oder rechts? Im Center. Hätte ich mein Schild jetzt nachgekauft, würden die nicht alle sterben. Meine Herren. Hätte ich eigentlich mit rechnen können. Ist ja seine letzte Runde aus seiner Sicht. Ne? Von daher Atombombe kannte mit rechnen. Also die 100 Punkte wären ein sinnvolles Investment gewesen für das Schild. Was ich ja etwas mal machen muss in Zukunft. Wäre ein Kredit gewesen, ne? Klar. Aber ich verdiene jetzt hier mit meinen besten Einheiten. 70k, 100k, 70k. Und die werden auch noch mit drauf gehen. Also das ist eine teure Lücke hier in der Mitte. Das sind so Sachen, da muss man mehr drauf achten. Ach, man denkt immer, der schießt dann da drauf, dann macht das nicht. Weil der wäre gut gewesen, die Besten genommen sind, runterzuholen. Ja, das gesamte Center fehlt jetzt. Deswegen sind da Einheiten. Hundert Punkte können eine Menge ausmachen. Ich glaube, Mothership bei Elite lohnt sich auch nicht. Kanone brauche ich nicht. Feuerrate vielleicht. Aber ich tue die jetzt eigentlich schon gut schotten. Also auch hier, ich habe für Elite Overlords jetzt noch keine gute Anwendung, also wie ich die einstellen muss. So, noch eine Turmbombe hat er nicht. Fähigkeiten waren, glaube ich, jetzt auch keine da.
komische Arclight-Geschichte. Ja, Level 3, wofür, ne? Ist aber auch für den da unten. Tja, wie machen wir das jetzt? Ich kann das jetzt gerne noch dazu packen, aber ich glaube, da gibt es jetzt eh keine. Ne, es gibt keine Fähigkeit, lass mal nicht trollen. Also wir brauchen auf jeden Fall mal die letzte Runde raus. Und machen wir mehr Luftschiffe. Ich denke, die waren ja nicht schlecht gewesen. Ja, mehr gibt es ja nicht. Dann gebe ich dir noch ein Schild hier, aber das war wahrscheinlich auch unnötig. Letzte Runde ist halt, ne? Das Spiel beendet. Hat wieder Doppelfähigkeit ausgegeben. Also dieses Doppelausgeben, also muss man sich doppelt überlegen, gerade wenn man nicht doppelt viele Einheiten hat. Ne? Weil das ist halt doppelt schlecht, weil es doppelt teuer ist. Naja, man sieht schon, wenn das Center existiert, dann gibt es ein großes Massaker im Center. Und die schießen natürlich dann in die Flanken und holen die alle runter. Ja, aber Elite wird auch sehr stark im Late Game. Nur kommt er da normalerweise nicht hin. Ja, also nach zwei Spielen, mein Fazit ist natürlich noch viel zu früh. Aber das Übliche wie immer. Sledgehammer machen gar nicht so einen tollen Job. Elite ist immer scheiße. Und das im Wespenkrieg nicht ans Laufen. Aber klar, müssen wir mal gucken. Also gegen aggressivere Spieler, das sind die Top-Spieler, und da ist ja auch wichtig nachher, ist die Wespe wahrscheinlich ganz okay, ne? Weil ihr am Anfang in der Front was machen könnt, später an den Flanken die aggressive Strategie in der Flanke kaputt macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich die Antwort für aggressive Spieler ist, die in der Front aufstellen. Mit den Sledgehammern, naja, das ist wie die Arclights. Man muss den Gegner kommen lassen, damit die aufleveln können. Und das hängt dann vom Szenario sehr stark ab. Wenn der Gegner auch defensiv steht, ist das gar nicht so einfach, weil er immer genug Zeit hat, was davor zu stellen. Also wahrscheinlich auch gegen aggressivere Spieler wieder eher anwendbar. Aber da muss ich noch mehr reingucken im Detail. Ich glaube, ich mache noch eine Runde hinten dran. Ich warte noch gerade ein bisschen in der Queue, dass nicht derselbe Gegner ist. So, ich habe ein Minütchen gewartet. Mir geht es bei demselben Gegner nur darum, weil der defensiv die ganze Zeit spielt. Und wenn ich das, was ich machen will, brauche ich einen aggressiven, um das zu testen. Ne? Davon bin ich fast überzeugt. Von daher die Wartezeit. Doggy. Nee, nochmal Elite machen wir nicht. Ja, Sledgehammer, den wollen wir haben. Er hat auf Geschwindigkeit. Das ist eher defensiv und das ist eher offensiv. Ich frage, wo da die Reise hingeht gleich. Eigentlich eine Wespe dabei packen. Dann gehen die gleich mit dem Feuersupport da hoch. Die fliegen ja eh schon vor, die Freunde, ne? Keine Modelltanks, okay. Ja, 100 Punkte für Satelliten in Runde 1, verstehe. Die armen Wespen können dann ihren Job nicht machen. Aber man kann auch fast sagen, wenn sie 100 Punkte den Gegner geklaut haben für den Rest des Spiels, ne, dann haben sie ihren Job gemacht. 100 Punkte, ey.
Also vielleicht hat er damit gerechnet, dass er nur ein Satellit ausgelöst wird. Und wollte halt die Sledgehammer holen, damit der Rest von ihm Level sammelt gegen meine Fangs. Also wenn jemand mit 200 Punkte extra anfängt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann würde ich keine Satelliten aufstellen. Geht davon aus, dass er aufs Maul bekommt. Tot. Im Moment würde ich sagen, Panzer kann ich auf jeden Fall dabei packen. Das ist machbar. Diesmal geht auch die Wespenflanke. Ja. Also er braucht jetzt Modelltanks, also wird er jetzt wirklich Mustangs links und rechts aufstellen, wird er vielleicht die Flugfähigkeit ausgeben. Wir werden es gleich sehen. Wir fangen jetzt mit dem Klassiker an und tun das einmal durchrattern. Zweite Weste braucht man da nicht dazu packen, glaube ich. Wenn er eine Flugabwehr ausgibt, ist sie komplett gekontert. Also zwei werden genauso viel machen wie eine. Ja, und wir machen weiter hier bei diesen Schadensdingern. Jetzt kommen die anderen Modelltanks vor. Weiß nicht, ob sie das viel tun würde hier. Ich will das Artilleriefeuer auf mich ziehen und die Modelltanks in Sicherheit bringen und gleichzeitig die anderen auf sich ziehen. Also wenn die jetzt hier durchlaufen, die Artillerie hat bis dahin Aggro hier vorne gezogen. Der wird gegen den laufen. Ich glaube nicht, dass er gegen den zuerst schießt, wobei das kann sogar sein, dass das funktioniert. Das sehen wir gleich. Ich habe fast das Gefühl, dass es nicht klappt. Die müssen da weiter vorne stehen, das ist aber nicht der Fall. Ich guck mal, ob ich den ein bisschen weiter hinten hinstelle, damit die da rechts aufholen können, weil die hier trotzdem noch aufholen. Ja, Luftabwehr da vergeben. Alle Wespen gleichzeitig gekontert. Aber das heißt auch, dass er den Rest nicht ausgeben kann. Jetzt muss ich halt mit der Wespe ein bisschen aufpassen, weil die jetzt jede Runde im Grunde genommen den Gegner aufleveln würde. Auf der anderen Seite, wenn er die auflevelt, tue ich meine Sledgehammer aufleveln, ne, weil ich Level 2 töte. Also er hat jetzt hier ein Viertel Level bekommen für die Wespe. Aber ich kann die eigentlich schon wieder verkaufen. Selbst in der Flanke werden die wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil die den Rest überholen. Gucken wir uns gleich mal an. Er braucht halt Modelltanks, ne? Aber er hat Angst, die aufzustellen wegen den Sledgehammern. Aber das ist, glaube ich, keine Lösung, darauf zu verzichten. Aber Redeployment. Nice, dann kann ich das jetzt hier anpassen. Die müssen einfach ein Stück nach vorne. Also das wird nicht funktionieren mit dem Ding da. Wenn ich da einpacke, wird er auch abgeknallt. Es gibt eigentlich keine Ecke, wo der in einem Stück jetzt noch fliegen kann, ne? Ich packe den mal hier ins Center und gucke mir das mal an. Im Extremfall levelt er die auf, die sowieso von mir abgeknallt werden. So, was machen wir sonst mehr Panzer? Rechts habe ich gleich auch einen. Ich will das eigentlich nicht übertreiben. Ist alles so ein bisschen lala. Ja, lass mal in der Mitte stehen. Hat sich mehr Acklets geholt, okay. Und das waren 150 Punkte. Und mit den beiden Dingern sind wir bei 450 Punkten. Das halt ein gigantischer Teil der Medien, mir jetzt fehlt, ne? Spätestens nächste Runde wird er das spüren. Ja, meine Westen kommen sogar jetzt durch Center durch, weil er einen Arm tot hat. Er hatte keine Modelltanks.
Und 450 Punkte bei Runde 3 weniger auf dem Feld stehen zu haben, das ist schon astronomisch. Wieder Runde 3, weil er hat ja jetzt noch diese Runde 200 Punkte vernichtet und den Schildvorteil diese Runde noch. Aber nächste Runde hat er das halt alles nicht mehr. Also das müsste jetzt super steil bergab für ihn gehen nächste Runde. Ich glaube, dass die Leute das ein bisschen unterschätzen, was diese Einmalfähigkeiten kosten. 50 hier, 50 da, das ist sowas, aber jeden Tag irgendwie mal für einen Euro hier, für einen Euro da was holt, im Kiosk oder in der Bäckerei. Das läppert sich am Ende des Monats. Okay, die Wespe hat sich das Schild geholt und das Headquarter, glaube ich, ne? Ich lasse sie jetzt mal da stehen. Antisymmetrisch. Immer dieser aggressive Ansatz, aber ich glaube, dass ich das lohnen kann. Obwohl der jetzt gleich Level 3 ist, vielleicht sogar Level 4. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel für den armen Sledgehammer alleine da ist. Ich gebe den da oben mal ein paar Marksmänner dazu. Ich glaube, ich fliege auf der Seite mit. Ja, Level 4 mit Item. Aber dafür habe ich jetzt drei Marksmänner da stehen. Die Wespe kommt auch. Das Schild stört jetzt ein bisschen leider. Aber es gibt gut Level. Und jetzt gilt die Flugabwehr, die können durch. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt. Das war diesmal nur ein Schild, ist aber 550 Punkten weniger Armee. Allerdings jetzt auch 150 in Upgrades vergeben. Also ich weiß auch nicht ohne Preis. Dann kann ich die Luftabwehr ausschalten. Ne? Wenn er Schild holt, kriegt er Schild fast weg. Und ansonsten ist die Luftabwehr aus. Das heißt, diese Runde können die Wespen dann da durch, wenn der Sturm den ausschaltet. Wie schnell geht der Sturm da rein, ist die Frage. Ich will halt dann schnell da reingehen. Leider die mittleren Seiten nicht gesehen. Da klappt irgendwie nichts in der Mitte. Hat Elite vergeben. Okay. Ich würde jetzt einfach auf den Marksmännern bleiben. Um seine Elite-Leute da alle wegzusnipen. Noch ein Redeployment, sehe aber gerade noch nicht so hundertprozentig. Könnte man vielleicht ein bisschen nach vorne bringen. Das ist eine aggressivere Seite. Feuer. Warte, jetzt aus, aus. Nein! Er hat halt ein Schild geholt und das kam zu spät. Die Idee war halt, ne, die Flugabwehrfähigkeit auszumachen, dass die Wespe dann da reinknallt. Aber das Timing war völlig off von mir. Klar, das Schild hat auch nicht geholfen, aber es hätte trotzdem nicht gepasst. Die Wespe hätte weiterhin stehen müssen. Aber das sind also Kombos, an die ich, ne, jetzt nur durch eine Wespe eigentlich sinnvoll denke. Sowas begegnet mir halt normalerweise nicht. Und das sind ja diese neuen Dinger, die man ins Repertoire dann aufnehmen kann. Hat man zumindest schon mal gesehen. Heavy Tank Wespe. Das wird nicht funktionieren, ne? Das wird nicht klappen. Aber der hier links ist so tanky, ne? 30.000 hat jetzt jeder von denen fast. Das ist schon extrem, das Biest. Naja, das wird nichts mehr da unten. Die Zone kommt wahrscheinlich in Atomschlag, oder? Irgendwas
mal so umstellen. Ich glaube nicht. Ich gucke mal, ob ich jetzt diese Runde beenden kann. Joker. Jetzt ist Maria. Der wieder seine. Also seine Armee ist halt super winzig, ne? Und die wird noch winziger dadurch, dass er halt die Upgrades auf einzelne Einheiten stapelt, zumal ich eigentlich nur die Konter auf dem Feld habe. Ja, also das ist halt astronomisch, was ihn das kostet. Das sind ja halt 200 Punkte extra für jede Fähigkeit nach der ersten. Also das ist. Der hat ja gar keine Soldaten auf dem Feld. Gar keine. Also man könnte jetzt argumentieren, die Vespa hat sich gelohnt, weil es den Gegner einfach Arclight, Flugabwehr, ineffektive Ability-Spam, ne, und den Gegner halt einfach in ein Mindset gezwängt hat. Aber man, ne, und deswegen hat sie sich garantiert. Aber ich würde auch argumentieren, dass ihr so nicht planen könnt. Also, wenn das jetzt ein erfahrener Spieler wäre, hätte niemals so einen Blödsinn gemacht, ne. Und von daher, wenn ihr sagt, das ist die Aufgabe der Vespe, den Gegner in ein falsches Mindset zu zwängen, das wird nicht klappen in der Zukunft. Das wird nicht klappen. So, das war auf jeden Fall erstmal für heute. Ich bin dann weg und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.